Er spielt ein bisschen Ping-Pong mit dir. Ich kann gerade nicht aus Ping-Pong spielen. Stella 27. Geil, Stella. Ich habe nur leider absolut keine Zeit, mich zu heilen. Der ist witzig, aber ich wüsste nicht, wann ich mich da heilen soll. Mhm. So, gar nicht. Aber Stella, danke für den Resub. Der ist witzig, nur, wie gesagt, ich... Vielleicht in dem Moment, wo er sich gerade entkugelt. Aber das siehst du ja nicht. Aber das geht halt auch echt flott. Ansonsten einfach mashen und hoffen, dass du ihn triffst. Ich glaube auch. War das hier? Ja. Deine Seele. Das freut mich auch gerade. Ach da. Komm so mal her. Er kann nicht, weil er im Bossraum ist. Okay. Er kann nicht! Er ist so eine Kackbratze. Ist das so? Ich habe jetzt ja noch nicht so viel von ihm gesehen. Ich hätte schon fast gesagt, das stelle ich einfach in die Ecke und smash einfach. Mit dem Mashen klappt irgendwie nicht so. Nee. Schade. Das ist manchmal echt sehr viel schneller, als man merkt. Also ich glaube, mich irgendwo einfach hinzustellen und zu warten, bis er kommt, funktioniert nicht so. Und ich habe schon den schnell... Hieb drin. Kann ich mich hier? Nee. Ich wollte gucken, ob ich irgendwo ein Heilfenster potenziell habe. Allerhöchstens in der Ecke, wenn er ständig an den Wänden abprallt. Oder darf er nicht gerade auf dich zugedasht kommen? Weil wenn okay. Er natürlich sich gerade ausrichtet, genau auf dich zuzufliegen, bringt es natürlich ja auch nichts. Es ist halt... Ich weiß nicht, ob es wirklich glücksbasierend ist. Der hat ja wahrscheinlich schon irgendwie mehr oder minder ein Muster. Aber du musst, finde ich persönlich, schon so ein bisschen Glück haben, dass er, wenn du dich heilen willst, dass er gerade so in dem Moment an allen möglichen Wänden abprallt oder dich eben nicht anvisiert. Also da wirklich ein festes Heilfenster zu finden, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt safe, ist schwierig. Und dich einfach irgendwo in die Ecke... Huch, das war nicht so toll. In die Ecke zu stellen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne noch ein bisschen Seele. Wäre dies möglich? Sicher, dass du es bei dem holen möchtest? Hm. Aber wem sonst? Respawnen die hier? Rechts unten sind noch zwei Buschmänner. Buschmänner? Oder nur eine? Dann halt nur einer. Sorry. Das hat gereicht. Okay. Nee, also da wirklich Moments finden, wo du heilen kannst, ist irgendwie so ein bisschen Glückssache, habe ich das Gefühl. Um mich einfach nur hier hinzustellen und mashen, ist auch schwierig, weil er es genau schafft, dich in dem Moment zu treffen, wo du gerade nicht mashst. Ich kann auch gerne Buschfrauen und Buschdiverse sagen, wenn dir das lieber ist. Alles gut. Ich hätte mir auch eigentlich mal für den Kampf andere Talismane geben können, weil ich ja eh an der Bank war. Aua. So ein paar mehr Herzen vielleicht. Hm. Wenn du eh nicht heilen kannst. Ja. Dem seine Soundeffekte sind schon godlike. Aua. Ich stehe nur gerade leider immer in ihm drin. Wer weiß, wie oft man den treffen muss. Hm. So oft. Also der ist nicht schwer.
Ich glaube, du darfst dich nicht irgendwo hinstellen und mashen. Du musst ihn halt wirklich stick to the butt. Mhm. Aber er ist anstrengend zu bekämpfen, finde ich. Es geht ganz schön ins Handgelenk. Oh. Oh, Fremder, du bist stark. So viel stärker als ich. Ich habe lange gewartet, Fremder. Ich habe lange gekämpft, Fremder. Ich bin sehr, sehr müde. Die Königin wird bald hier sein und ich muss einfach ein wenig schlafen. Weck mich auf, wenn die Königin ankommt, Fremder. Vielleicht bringt die Königin uns beiden das Fliegen bei. Das wäre schön, findest du nicht? Also, wie gesagt, es war jetzt nicht mein liebster Kriegertraum, weil irgendwie hat er nicht so viel hergemacht. War eher so, war okay. Ne? Aber war jetzt auch nicht super schwer, war halt eher so, hat existiert. Beschützer von Wurzel und Blatt, wir ehren dich. Das ist ja gerade genug für die nächste Belohnung, glaube ich. Mit 1500. Ja. So, ich gehe jetzt erst einmal wieder zur Bank zurück, um mich zu heilen. Und dann gucken wir mal weiter, wo wir noch hin können. Willst du mal den Hirschkäfer rufen und mit ihm reden? Kann ich machen. Ansonsten haben wir über uns noch einen Weg. Mhm. Unten ging es ja nur zum Tiefnest. Mhm. Und ganz oben. Mhm. Okay. Kleines Wesen, ich habe es gefunden. Das Hirschkäfernest, in dem ich geboren und aufgezogen wurde. Noch bin ich nicht dorthin gegangen. Aber ich bin verpflichtet, nur an die Orte zu reisen, an die man mich zu reisen bittet. Aber wenn du es selbst sehen möchtest, kann ich dich dorthin bringen. Keiner wird dort sein, um uns willkommen zu heißen. Aber das Nest ist dennoch ein unvergesslicher Anblick. Sag mir Bescheid und ich werde sofort dahin gehen. Oh, jetzt habe ich quasi noch einen zusätzlichen Punkt. Mhm. Soll ich da ruhig mal hin? Ja, das ist nicht groß. Okay. Also ich habe die Frage jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlimm aufgefasst, weil ich sag mal, Hollow Knight ist letztendlich ein Indie-Game. Dementsprechend hat es halt eben einfach auch nicht das größte Marketing-Team gehabt und ist trotzdem halt wirklich sehr beliebt geworden. Ich sag mal, wenn du sowas hast wie Pokémon oder Zelda, wenn du wirklich Reihen hast, die eh schon jeder gefühlt kennt, und wenn du natürlich viel Geld hast, um es zu vermarkten, dann, ne, dass es dann viele Leute spielen und dementsprechend beliebt ist, ist kein Wunder. Aber Hollow Knight wurde von, ich glaube, 2 Leuten entwickelt. Wenigen. Von wenigen auf jeden Fall. Wurde quasi einfach in den E-Shop oder wohin auch immer gepackt. Und hat sich, glaube ich, einfach so sehr verkauft, weil es einfach richtig gut ist. Und weil viele Leute haben es dann gespielt, haben es weiterempfohlen. Ich habe es ja dann auch angefangen, im Stream zu spielen, weil Jan hat es gespielt und viele Freunde von mir. Und dadurch, dass ich es dann gespielt habe, haben andere Leute dann auch angefangen, das zu spielen. Also ich glaube, Hollow Knight ist wirklich einfach so beliebt, weil es wirklich ein gutes Spiel ist und weil es einfach sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda abbekommen hat von Leuten, die es halt wirklich sehr lieb gewonnen haben, weil es einfach eine sehr leidenschaftliche Fanbase irgendwie hat. Und ich glaube, deswegen ist es einfach so beliebt geworden. Aber der Grundgedanke ist einfach, es ist halt wirklich ein echt gutes Spiel. Es ist wirklich sehr liebevoll gemacht und es macht halt auch wirklich viel Spaß, wenn man sich für solche Spiele interessiert. Deswegen fand ich die Frage an sich jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Hallo Kai, du hast gerade meinen lustigen Kinderparadies-Kriegertraum verpasst. Oh, nice. Oh, es ist sogar voll. Es waren Seelenteilchen. Mhm. Oh, nice. Ich frage mich, ob ich auch noch ein viertes kriegen kann oder ob es bei 3 bleibt. Es würde noch ein viertes hinpassen, aber ich finde, so wie die diesen Schwung nach links nehmen, könnten 3 auch... Wobei, als ob ich jetzt schon alles gefunden habe. Also ich würde auch sagen, 3 würden auch passen, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt wirklich schon alles gefunden habe. Aber mal gucken. Und alles nur noch tote Hirschkäfer überall. Ja. Er hat ja auch gesagt, er ist der letzte Hirschkäfer. Das stimmt. Das ist schon ein bisschen traurig. Hier noch irgendwas? Oh ja, wirklich. Und rechts war auch noch was. Nehmen wir an, hier ist eher der Rückweg. Oh, was ist das? Ein zerbrochenes Ei. Es ist leer. Oder ist er der letzte? Das ist halt die Frage. Ist er wirklich der Letzte oder ist hier vielleicht noch irgendwer geschlüpft? Da war der Fahrstuhl.
Ach, guck mal, die heulenden Klippen. Guck mal auf deine Karte. Ah ja. Jetzt habe ich da auch die Verbindung. Aber ich nehme mal an, mich jetzt hier durch zu dashen, würde mir auch nicht wirklich viel bringen. Außer, dass ich meine Mistmond wieder landen. Ja. Wobei, doch hier wieder runter. Es ist schon irgendwie traurig, das so zu sehen. Und dann wiederum, das ganze Spiel ist ja eigentlich recht traurig mit dieser Seuche, die sich ausbreitet. Und dass wirklich auch viele Käfer, die uns jetzt attackieren, eigentlich uns gar nicht feindlich gesinnt wären. Sagt er noch irgendwas, wenn du mit ihm redest? Ah. Was hältst du von meinem alten Heim, kleines Wesen? Es war einst voller Leben. Hirschkäfer kamen und gingen, tauschten Geschichten über Orte aus, die sie besucht hatten, und Reisende, denen sie begegnet waren. Ich sehe mich schon seit langer Zeit als den einzigen, der noch übrig ist. Den letzten Hirschkäfer. Aber nun, da ich wieder im Nest bin, liegt etwas in der Luft? Ein Geruch oder eine Wärme? Vielleicht eine Präsenz? Kann es sein, dass andere Hirschkäfer ihren Weg in die große Welt gefunden haben? Ich werde diese Hoffnung bewahren. Meine Familie, immer noch am Leben, immer noch da draußen, die jenseits dieser Länder reist. Ich jedoch könnte niemals die Hirschkäferwege im Stich lassen. Nicht so lange Reisende sie noch brauchen. Ich kann sehen, dass du noch Wichtiges zu tun hast, nicht wahr, kleines Wesen? Ich werde dein Gefährte bleiben, solange mein alter Körper noch durchhält. Lass uns die alten Hirschkäferwege dieses Königreichs noch ein wenig länger gemeinsam genießen. Nice. Wo wollte ich jetzt hin? Gärten der Königin wieder. Ach da. Ich kann mir die Namen manchmal nicht merken, weil die manchmal nicht wie ihr Gebiet heißen. Auch in den Gärten läuft es eigentlich bis dato ganz gut. Ich mag die ganzen Stacheln natürlich nicht so gerne, aber an sich geht es eigentlich ganz gut. Und Undertale habe ich nicht gespielt. Nein, ich habe es bei Jan teilweise gesehen und generell hier und dort mal was davon mitbekommen. Aber es ist nicht meins. Weder vom Gameplay noch von der Optik her. Aber die Musik ist sehr gut. So. Und jetzt wollte ich da ganz gerne nach oben nochmal in die Ecke. Kann ich dich einmal ganz kurz alleine lassen und auf die Toilette gehen? Jo. Ich muss eigentlich schon gefühlt seit Anfang des Streams, aber irgendwie konnte ich mich nicht losreißen. Ich komme sofort wieder. Okay. Schnapp ich mir kurz mal den Controller und mach dir eine Markierung weg. Falscher Knopf. Weil Mamu haben wir jetzt ja schon besiegt. Da. Weg. Nein. Weg. Nice. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, wie das eine Mantisviecher heißen, die hier rumfliegen. Wahrscheinlich ganz unten. Ah, der abtrünnige Jäger und der abtrünnige Krieger heißen die. Okay. Und Ludel, das Luder. Was, das Luder? Es heißt Ludel. Okay. Also habe ich einen Luder genannt. So. Dann wollten wir hier irgendwo links abbiegen. Flup, flup. Ach da, stimmt. Da war ich ja noch... Das war unglaublich intelligent. Da war ich ja noch gar nicht drin. Irgendwie wollte ich korrigieren, aber das war gar nicht notwendig. Nee. Dieser Raum ist Genuss pur. Komme ich darüber? Ich kann dir auch vielleicht gerne sagen, warum der Raum Genuss pur ist. Ja. Geh erstmal weiter. Hier schläft das Kind der Verräter. Okay. Erinnerst du dich ganz hinten da beim Heiligtum an der, der dir die Blume gibt? Nein! Also ja, nein! Du musst die hier hinbringen? Du musst die hier hinbringen, zu Fuß. Oh. Willst du mal die Karte aufmachen? Aber das war doch... Moment... An der ewigen Ruhe. Hier, oder? Irgendwo? Da. Da.
Ja. Das heißt, ich darf mich... Keine Hirschkäfer. Das ist kein Hirschkäfer, wenn du darfst nicht einmal getroffen werden. Kein Teleportpunkt. Kein Teleport. Das heißt, ich muss dann quasi hier so durch irgendwie. Und dann hier durch die Nebelschlucht und dann hier durch und dann bis hier. Ja. Ohne einmal getroffen zu werden. Hand hoch. Wer von euch ist hier in diesem Raum an den Stacheln gestorben mit der Blume? In die Stacheln. Da, wo du direkt gerade vorstehst, bin ich reingefallen. Das ist so... Mehr als ein... Ich glaube, zweimal. Das ist so bitter, so das letzte bisschen. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Der letzte Sprung. Leo fühlt dich. Ja. Oh. Aber in die ersten beiden bin ich auch immer reingefallen. Irgendwo. Ich glaube, hier bin ich, glaube irgendwo gegen die Decke gesprungen. Egal, raus hier. Aber wie viele Hände darf ich haben? Ich hasse diese Stacheln, weil ich mir immer den Kopf daran anhaue. Nach oben. Also das kann ich mir halt so richtig vorstellen. Ich meine, auf dem Weg dahin mit Sicherheit auch oft genug, aber dass man halt dann wirklich so auf den letzten Metern dann noch da in die Stacheln fällt. Ich glaube, das Schlimmste an dem Ganzen ist echt der letzte Raum. Der Weg dahin ist easy. Wenn du den vorbereitest. Es ist, glaube ich, auch, du bist dann so ein bisschen nervös eventuell auch am Ende und ja. Ah ja, hier. Da habe ich jetzt die Tür aufgemacht. Ja, das ist auch der einzige Weg, der uns noch fehlt. Mhm. Weil der Rest war irgendwie, hat in andere Gebiete geführt. Ja. Nebelschlucht, Pilzöde oder Grünweg oder was auch immer da rechts noch war und Tiefnest. Ja. Aber niemand möchte ins Tiefnest. Ihh, was ist das? Ihh! Das war jetzt nicht so nett. Naja, du hast es aber am angehittet. Ja, ne? No. Nein, ich... Was? Nein? Das sehe ich jetzt nicht ein. Darf erst meine Essenz verbraten? Ja. Aber komme ich da überhaupt so rüber gedasht? Wenn du hochspringst? Ich glaube, die Decke über dir ist jetzt gerade noch safe, wenn du jetzt nicht noch einen Schritt weiter rüber gehst. Ah ja. Das reicht natürlich ganz knapp nicht. Ich glaube, wenn du an der Kante stehst, reicht es. Wenn du nicht gerade schon dabei bist, runterzufallen? So, dann hier nochmal. Ja, ihr wisst, ich hab's nicht so mit solchen Räumen. Mhm. Also helfe ich mir, wo ich nur irgendwie kann. Mhm. So, jetzt bin ich irgendwo. Was ist denn jetzt hier links? Aber Hauptsache, wir kommen durch. Ach so, I see. Dann halt nicht. Dann hier weiter. Flupp. Also es ist mir viel lieber, dass diese Viecher nach ihrem Tod stachelig werden, als dass sie plötzlich Beine entwickeln. Mm. Das wäre witzig, wenn man den einfach in die Stacheln schubsen könnte und der daran steht. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Nimm vielleicht doch lieber die andere Seite. Die sieht etwas weniger stachelig aus. Deine Lieblingsgegner. Oh! Was? Was? Die kommt. Was? Was? Was, was ist da gerade passiert? Was? Hä? Also Punkt 1, der hat durch den Boden durchgeschossen. Was schon mal gar nicht gehen dürfte. Dann bin ich irgendwie in die Stacheln und als ich wiederbelebt wurde, wurde ich nochmal getroffen. Das war dann der Rückweg von dem Boomerang. Also das war jetzt schon Betrug, oder? Und ich glaube, er hätte dich noch in die Stacheln geschmissen, aber du warst, glaube ich, noch ein bisschen unverwundbar. Oder wie auch immer.
Also eigentlich hat er gerade eine Quadruple-Combo mit dir gemacht, fast. Das war ja mal richtig mies. Hallo? Ich hasse das. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ich muss wahrscheinlich da links lang, ne? Mhm. Also rein optisch mag ich das Gebiet. Aber so von den Platforming-Passagen her logischerweise eher nicht so. Willst du irgendwo gleich nochmal ein Safe setzen weiter oben? Nicht hier? Gucken wir mal, ob da oben vielleicht noch irgendwie was ist. Ja, setz ihn hier einfach mal. Setz ihn einfach mal hier. Also das war schon gerade nicht so nett. Hm. Da geht's durch. Da könnte ich auch durch. Wo will ich durch? Empfehlung? Weiß ich leider gerade auch nicht. Okay. Meine Musik ist weg. Oh! Ah! Ist das, wenn du mal kurz mal auf die Karte gehst, das, wo du vorher nicht weiter konntest? Ja! Stimmt, jetzt kannst du ja den Durchgang öffnen. Okay. Ah. Jetzt kannst du auch vom grünen Weg aus in die Gärten. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesehen. Ne? Hier warst du jetzt überall schon mal. Das war diese eine Stelle, oh hi, wo ich ewig lange nicht weiterkam. Ist hier oben sonst noch irgendwie? Mm-mm. Wie gesagt, hier oben warst du überall. Ich meinte von den Kugeln. Ah. Ah. Ja gut, das macht dir jetzt ja auch nichts mehr aus. Ach ja, stimmt ja, dass du mir das gesagt hast. Die kannst du theoretisch auch besiegen. Kann ich? Wenn du sie in die Augen schlägst. Ah, ja. Gut zu wissen. Ja. No! Nicht an dem kleinen Ding. Ah, die sind ein bisschen schwierig zu besiegen, weil du ja aus dem Wasser rausspringen musst, um die zu schlagen. Mhm. Oh, da muss man mit noch eins. Ich meine, ist der Weg jetzt ein bisschen angenehmer hier durch. Ja. Wobei ich das auch alles schon regulär gemacht habe. Mhm. Drehen Sie sich mal wieder um. Und das jetzt alle? Oh ne, da sind noch welche. Doch einige. Oh. Und da oben ist auch noch was. Einmal so durch den ganzen Raum eigentlich durch. Aber irgendwo? Oh ne, gerade zu sagen, irgendwo habe ich jetzt was vergessen. Okay. Ja, warum nicht? So schwer ist der Raum ja nicht. Gut, dass ich einen Doppelsprung habe. Sonst musst du wieder die Sprünge auf den machen. Ja, weil ich sonst ja gar nicht über die drüber kommen würde. So. Dann hier. Grüne Kinder, verirrt. Überwucherte Wege. Vergessene Träume. Problem ist, ich bin halt immer noch fast tot. Mhm. Aber du kannst ja trotzdem hier weit aus der Runde den Safe. Ja. Nur ist der Weg da oben jetzt leider nicht so nett.
steckst ihn dann rein, oder? Ja. Lustigerweise, lasst es mich erklären, wollte ich, weil ich ja den Dash nicht mehr abbrechen konnte, den Dash starten und dann in der Luft in der Mitte abbrechen, um dann wieder zurückzuspringen, um mich neu zu positionieren, aber ich konnte ihn leider nicht so schnell abbrechen. Oh. Nach oben, ne? Mhm. Weil ich dann festgestellt hatte, ich hatte mich ein bisschen zu weit oben an die Wand gehangen, aber ich konnte ihn leider nicht mehr schnell genug abbrechen. Aber es ist hier alles nicht so wild, wir haben hier unseren Teleportpunkt. Das Einzige ist jetzt, wo meine Seele ist. Ja. Das ist ja eigentlich ganz nett. Jo. Die Sache ist, ob ich da in die Stacheln... Sofort springen, sobald du rechts an dem Rand bist. Ich hab's versucht. Hm. Vorher abbremsen und dann versuchen hochzuspringen? Okay, ich kann auch nicht rein. Ich dachte, vielleicht sind die im Vordergrund. Aber Jans hat's mir dann auch schon gesagt. Aber jetzt ist der weiter. Close one. Was ist das denn? Und jetzt da an die Wand und dann was? Und dann hoch und dann wahrscheinlich dann wieder links rüber? Wie soll ich denn da hinfliegen? Kurz hinspringen, die Gegner schlagen und zurück an die Wand. Nein! Ja, als ob ich wieder ganz am Anfang starten muss! Was? Das ist jetzt aber nicht nett. Aber es gab auch keine Zwischenpunkte zum Zwischenlanden. Die hätten mich trotzdem wieder ganz drüben einfach absetzen können. Was ist das denn? Also die Passage ist echt nicht nett. Habe ich das richtig gesehen? War das jetzt nur für ein Raupi da oben? Aber wo? Mein Blutdruck steigt. No. Doch. Wo ist dann der richtige Weg? Ich muss gleich nochmal auf der Karte gucken. Ich dachte auch, der wäre hier oben. Außer da oben war noch ein Weg. Das Problem ist, wenn du zu tief ansetzt... Oh. Yo. Was? Ich bin gesprungen. Trug. Also jetzt ohne Mist. Man sagt ja immer gerne, ich habe den Knopf gedrückt, ich habe ihn wirklich gedrückt. Wahrscheinlich habe ich ihn zu früh gedrückt und dann hat er den Input nicht mehr angenommen oder so. Zur Not, wie gesagt, einfach vorher brechen, bevor du gegen die Wand knallst. Und dann den Sprung hoch machen. Ja, und dann konnte ich mich nicht mehr retten. Boah, ist der Raum Cancer. Also ich mag die Gärten der Königin optisch echt gerne, aber so von den Gegnern her, also diese fliegenden Mantisse und von den Platforming-Passagen her, ist es echt eklig. Vor allen Dingen, wenn du teilweise... Das Problem ist, dass wenn du die Wand erreichst, wenn du zu niedrig bist, du kannst nicht hochspringen, du rutschst automatisch runter. Also da war ja der Weg zum uralten Becken schon fast netter. Und dann bin ich zurückgesprungen. Nein, den Raum finde ich absolut scheiße. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich solche Passagen überhaupt nicht mag. Das ist schade, weil das Gebiet, wie gesagt, an sich... hoch, ne? Mhm. Echt schön ist, rein optisch, aber gameplay-technisch leider für mich irgendwie unschön. Die Mantisse sind halt echt, gerade die fliegenden Mantisse, echt nicht gut. Also, was heißt echt nicht gut? Echt unangenehm zu bekämpfen. Und sie haben es vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben mit den Stacheln. Ein paar weniger hätten es auch getan. Kollege, könnten Sie bitte ein bisschen nach unten fliegen? Nein, kann er nicht. Nein.
Quatsch, wenn du mit deinem Crystal Dash auch... Also du machst zwar Schaden damit, aber leider nicht genug für den da. Nee. Da. Das ist perfekt. Ich meine, es ist deswegen ja kein schlechtes Gebiet oder so, ne? Um Gottes Willen. Aber es ist halt nicht so... Oh, nice. Das... Wo ich wirklich gut drin bin. Wenn das jetzt fake gewesen wäre, hätte ich alle meine Lebensentscheidungen überdacht. Aber wenn das jetzt nicht der richtige Weg war... Wait, da links ist noch ein Weg. Stimmt. Wie komme ich jetzt lebend zurück? Porten. Yes. Hoch. Ja. Aber es hat geklappt. Ich war schon zwischenzeitlich so, eigentlich will ich das nicht, Jan, vielleicht Jan, na, ich versuch's nochmal. Und dann bin ich zum Glück am Ende angekommen. Aber es war schon so, Anger rising. Ja.